So, da la, schauen wir uns das einfach mal an, wie das läuft. Das ist der erste 19er quasi, in den ich rein bin. Also theoretisch könntest du... Okay. Ah, vielleicht hätten wir die doch skippen sollen. Enrage. Hauen doch schon ganz gut rein. Mal den Enrage mal runter. Will jetzt Inka aber eigentlich für den Boss raushauen. Deswegen wollen wir jetzt hier nochmal. Drücken mal noch eine Heilung. Nehmen nochmal einen Enrage-Effekt runter. Enrage. Macht's halt jetzt nochmal, ne? Jetzt, den kann ich jetzt leider nicht runternehmen. Schauen wir mal, was wir an Boss-Damage haben. Ja gut, ich kann... Oh fuck, jetzt wäre ich beinahe... Ich hätte mich fast wegstunnen lassen. Kann ganz gut reinklicken. Ich bin bei 17k eigentlich halbwegs solide dabei. Aber noch habe ich Inka laufen. Wenn wir den einen mal gekickt kriegen würde, dann wird der da auch ein bisschen rauskommen. Wisst ihr, was ich meine? Komm, ich bin da jetzt reingecharged, um ihn rauszuziehen. Na gut, wir haben... Warte mal, haben wir nur Melees? Wir haben keinen Range, ne? Gut, der DK könnte auch auf Range kicken, theoretisch. Jetzt doch relativ hier in die Ecke eingespannt. Aber jetzt, also krassen Single-Tag. Also gut, das ist ja nicht mehr Single-Target, das ist ja hier gewisserweise Cleave. Bei 10, 13, Rogue haut jetzt irgendwie nicht so viel raus. Vor allem ist es halt Trash-Buff, ne? Hätte jetzt gedacht, dass wir die Bosse schneller tot kriegen, wenn ich ehrlich bin. Den kann ich wegdesorientieren. Hier können wir nochmal defensiv convoken. Ich hätte jetzt auch in die Eule gehen können wahrscheinlich, aber ich mach's jetzt mal. Bin jetzt mal ein bisschen passiver hier unterwegs. Wir wollen mal nichts riskieren, sagen wir es mal so. Wir wollen nichts riskieren. Irgendwas habe ich doch schon wieder vergessen hier. Ich sag's euch. Dabei muss ich mal die ganzen Sachen noch zumachen. Bei 35 Minuten runter geht es alles easy. Ja gut, wir haben jetzt 34 irgendwas. Ne, ich hab die jetzt mal nicht geskippt. Also die haben gefragt, ob wir skippen sollen, aber dann muss ich nochmal woanders irgendwelche Mobs herziehen und weiß ich nicht. Also den ziehe ich jetzt da nicht rein, weil sonst wird der halt hochgeboostert. Normalerweise hätte ich gesagt, kann man das machen, ne? Aber wir wollen den ja jetzt nicht bis zur Unendlichkeit noch viel weiter hochboostern. Ah, vielleicht hätte ich die Inka jetzt hier nicht ziehen sollen. Okay, ich habe es komplett absorbiert. Ich wollte mal sehen, wie viel es macht, ne? Manchmal bin ich da so ein bisschen heiß drauf, in einer gewissen Schwierigkeitsstufe zu schauen. Aber es hat sich komplett absorbiert. Es hat gepasst. Okay, da sollte ich jetzt dann aber doch raus. Einmal ist ja okay, aber... Schauen wir mal, wie lange wir für den brauchen, ob das mit Inka eine gute oder eine schlechte Idee war. Halt ewig für den Kollegen hier.
Naja, also da Inka zu ziehen war eine gute Idee. Bis dann, bis ich zur schwierigen Gruppe habe, hab ich das Ding immer wieder ready. Hängt denn der Heiler da so in Dings-Range rum? Erstmal eine Eulen-Konvok noch durchgekriegt. Na gut, der Priester macht auch ein bisschen Schaden. Oh, holy, jetzt beide wollten in der Seite. Eigentlich läuft der Heiler hier oder einer schon mal vor, dass der getriggert ist. Im Optimalfall. Aber gut, egal, das ist eine Sekunde oder sowas, das dir bringt oder kostet. Also in der Gruppe, das ist halt eine der krasseren hier in der Instanz, da willst du eigentlich Inka ready haben, ne? Jetzt war ich mir nicht sicher, weil ich am Anfang vom Gang gezogen habe, aber wir brauchen so lange für die Mobs, dass bis dahin halt einfach Inka wieder ready wird. Hat mir einfach einen Schutzgeist gegeben. Will halt jetzt hier nichts Großartiges ziehen, wisst ihr, weil ich brauche dann gleich alles bei der beim nächsten Pack. Aber da habe ich dann fast alles ready, das sollte eigentlich gar kein Stress werden. Eigentlich. Gib dem Typen im Raum. Welchen im Raum? Ach, den da. Den einen da. Fuck it. Okay, ich bin da ohne Ding rein. Wollt mal auf... Okay, ich hätte mit Inka rein sollen. Das war jetzt zu gefährlich. Ich wollte CDs sinnig sparen, aber das war eine dumme Idee. Ich hätte gleich Inka rein sollen. Habt ihr gesehen, wie ich runtergedroppt bin? Ich hatte auf Dings noch Cooldown. Auf Barkskin. Ja, das war... Da wollte ich jetzt perfekt spielen und vorher die Barkskin raushauen und dann die Inka. Aber... ja, das war... Das hätte ich nicht machen sollen. Ich gehe nie auf einen von diesen Mobs da, sondern ich cleave immer nur mit Hauen rein, dass ich sie halt antank, die Gegner. Warte, ich lese mir gleich durch, was du geschrieben hast. Ich muss bloß hier ein bisschen schauen, dass ich nicht rippe, weil der Einschlag kommt und der gibt mir dann auch noch hier so einen Debuff. Also beide geben mir einen Debuff, dass ich mehr Schaden fress. Und das ist dann teilweise ein bisschen tricky. Hier mit den ganzen Voids, wenn ich jetzt hier sterbe, wäre halt sehr ungünstig, sagen wir es mal so. Das muss jetzt nicht unbedingt sein. Ich hab leider Dings noch nicht ready. Ah, Eule. Ah, halb runter hat er mich gehauen, aber an Eule habe ich relativ viel Rüstung auch. ist ein bisschen gefährlich, ne? Aber es geht, ne, dass ich zwischendrin Eulen konvoke. Besten, wenn er seinen Cast macht, ne? Aber ich muss halt einmal an Eule switchen, global, dann das Ding durchchanneln. Das zieht sich dann da schon ein bisschen. Also ich weiß halt nicht, ob das reichen würde, wenn es komplett safe, clean läuft, ob wir dann hinkommen vom Schaden, weil gefühlt brauchen wir halt schon relativ lang, ne? Für die einzelnen Sachen. Heiler hat Mana, oder? Ja, auf geht's. Defensive. Ich weiß auch nicht, ob eine andere Route nicht besser gewesen wäre. Wegen HT, ne? Bin ich jetzt gerade überlegen. Ich mache eigentlich den immer am liebsten als erstes. Wahrscheinlich wäre wegen HT eine andere Reihenfolge besser gewesen, oder? Was meint er? Ah, nee, warte mal, jetzt kann ich nicht convoken. Defensive. Gut, dass ich es nicht gemacht habe, ne? Attack Totem. So, warte mal, jetzt ziehe ich meine Wall und convoke jetzt mal rein. Defensiv. Watch your step. Oh, der haut so Damage raus. Der Shami, der hat sich ganz schön vermöbeln lassen. So, hau ich jetzt nochmal Inka rein oder nicht?
Nee, komm, ich save mir die Inka, scheiß drauf. Scheiß drauf, der hat noch 40% Life, dann kann ich nachher die einmal ziehen. Attack Totem. Obwohl, ich ziehe sie, komm, scheiß drauf. Bis wir da hingelaufen sind, dann zieh's halt nicht beim ersten, sondern beim dritten Pack oder so. What's your step? Ist immer der Struggle, ne? Mit CDs safen, die beim Multitarget besser aufgehoben wären. Attack Totem. Defensive. Komm, hauen wir auch mal noch eine defensive Convoke raus. What's your step? Gut, das Ding ist nicht down gegangen. Raw mal noch. Also nicht für mich, sondern für die Gruppe habe ich jetzt halt gerawt, ne, dass die da noch einen Tick mehr Movement Speed haben. Bin ja mal so frei. Ja gut, jetzt habe ich quasi... Ah, da habe ich jetzt sich den CD nicht, aber bestimmt noch 2 Minuten, ne? Na ja, gut, weiß ich nicht. Ist halt immer so die Entscheidung, ziehst du es jetzt, ziehst du es nicht. Habe ich jetzt halt leider nicht sonderlich viel. Ich meine jetzt nur hier einen, so einen mittleren Pull, weil ich habe leider nichts ready. Hier, der ist der Explohans wurscht. Das montieren wir mal alle. Okay, das war jetzt gerade ein bisschen gefährlich. Der Heiler steht da halt teilweise auch immer in der Melee-Range mit drin, ne? Die kann ich eigentlich zusammenpullen dann gleich, wenn ich... wohl, Inke habe ich noch nicht. Die habe ich halt erst in 30, ne? Ich habe halt absolut gar nichts ready. Also eigentlich würde ich die jetzt alle pullen wollen, aber ich habe halt sowas von nichts. Jetzt hätte ich Inka ready. Mal, ob das eine gute Idee ist. Den kick ich. Muss halt bloß immer ein bisschen gucken. Wenn ich Inka ready habe, dann bin ich halt komplett stabil, ne? Dann ist das gar kein Stress. Aber solange ich kein Inka ready habe, ist das dann halt immer ein bisschen so die Sache. Okay, easy. Das hat gut gepasst. What's your step? Cheer Step, da steht einer ein bisschen drin, glaube ich. What's your step? Oh, das ist jetzt fies. Oh.
Watch your step. Ach, den meintest du mit dem Skippen? Ja, stimmt, wir haben einen Rogue, ne? Den hätten wir auslassen können. Ah, ich bin voll Idiot. Aber ich weiß dann halt nicht, wie es mit den Prozenten ausgeht, sage ich dir ganz ehrlich. Und langt's am Ende nicht. Watch your step. Stimmt, ja, den hätten wir auf jeden Fall skippen können. Das wäre tatsächlich eine gute Idee gewesen. Wo geht's jetzt weiter? Da hinten. Sind wir einmal um ein Ding rum. Geht sich locker aus. Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Hier habe ich jetzt leider halt gar nichts für. Bock hatte ich jetzt halt einmal rein. Na gut, den hat der DK gegrippt. Interrupt. Hab ihn mal kurz weggenockt da ins Nirvana rein. Weil ich glaube, wir hatten nichts mehr zum Interrupten, ne? Ich hatte auch mein Interrupt auf Cooldown. Jetzt ist die Frage, hier kommen doch so ein Haufen Kleine runter. Da sind keine Elite-Mobs dabei bei den Kleinen, ne? Die buffen den Großen nicht hoch, ne? Richtig? Sollen wir die auch noch? Doch, da ist doch ein Kleiner dabei. Glaub nur einer, ja, das ist okay. Also, ich habe kurz überlegt, ob ich die 1, 2 auch noch pullen soll, aber das mache ich dann mal lieber nicht. Watch your step. Interrupt. Wir hätten die anderen auch noch pullen können wahrscheinlich, aber wollen sie mal nicht übertreiben. Watch your step. Fuck, der geht da unten hoch. Kann nichts machen. Oh! Hat der Knockback hat nicht mehr gereicht. Das Ding ist, wir haben halt keinen Range, ne? So einen Range-Kick. Watch your step. Mal erstmal nochmal Convoke, dann kann ich vielleicht noch ein bisschen Leute heilen damit. Kicken. Ich bin halt noch hingecharged und hab noch hab den noch weggenockt. Ja, das wäre nicht gut. Also wenn ich die auch noch geaddet hätte, dann wäre ich gerippt. 100%. Oder dann wäre die Gruppe gerippt, sagen wir es mal so. Ob ich gerippt wäre, weiß ich jetzt nicht, aber das war eine gute Entscheidung, die nicht mehr zu pullen. Das war jetzt, da ist uns also schon einer weggekippt. Und das ist halt immer die Sache, ne? Pullst du zu wenig, dann schaffst du den Timer eventuell nicht und übertreibst du es halt, dann vibest du und dann ist mit dem Timer halt auch Feierabend. Das ist halt immer so die Sache. Und das Ding ist, es gibt da meistens nicht eins, was 100% richtig ist und eins, was 100% falsch ist, sondern jede Gruppe ist halt anders, ne? Kriegt der Heiler was weggeheilt, hast genug Damage dabei, dass du quasi die Mob schnell genug runterkriegst, ne? Hast du gerade die CDs soweit ready, dass du es auch überleben kannst, einen größeren Pull noch zu machen. Das ist halt immer schwierig. Wenn du mit einer Stamm unterwegs bist, dann ist es vielleicht ein bisschen einfacher. Aber ich bin halt meistens immer random unterwegs und da ist dann halt immer ein bisschen schwierig abzuschätzen, wie der Way to go ist. Okay, ich denke mal, Heiler hat Mana, das sieht halbwegs okayisch aus. Ich habe jetzt halt einfach gar nichts ready, also wirklich nada niente. Defensive. Run. Fuck it, die. Ach, da ist der Einschlag. Dammit. Ah! Ich hätte an der Seite vielleicht noch rausgehen können, aber das war halt übelst bescheiden, dass genau da der Einschlag von dem Mob dann auch noch war, ne? Wo ich stand. Da musste ich rüber und dann war RIP. Jetzt kann ich den nur retzen. Oh, ich habe den jetzt natürlich genau da in das Ding reingeretzt. Defensive. Watch your feet. Optimal war das jetzt nicht. Es ist halt hier mit dreifach ausweichen nicht so. Defensive. Oh kacke, ich komme nicht rüber. Also das ist halt richtig bad. Jetzt
zweimal erwischen lassen, zum Glück in der Inkana und hab genug absorbt, ne? Ich wollte das Ad nur einsammeln, ich hätte es da vorne nehmen sollen. Ich hatte es ein bisschen unterschätzt, was, dass die Grütze mich slowt. Ich will halt möglichst eigentlich das in der Mitte nehmen, dass ich beide Ads im Cleave erwische, dass die nicht, dass sie nicht die Dills hauen, aber ja. Also sollte man es eigentlich nicht spielen. Eigentlich müsste ich auch den Boss und die Ads im Optimalfall im Optimalfall ein bisschen am Rand ablegen, wisst ihr, dass die Mitte nicht zugeschüttet ist, aber die springen halt auch random hin und her andere Spieler an. Hier, deswegen kannst du es halt nicht so wirklich steuern. Also jetzt liegt es zum Beispiel halbwegs gut, jetzt ist es am Rand, ne? Jetzt kannst du hier in der Mitte easy stehen. Und wirst da... Ich zieh mal einfach nochmal eine Wall, sicher. Also, obwohl Trash-Buff ist, hat er mich ordentlich weggeratzt, ne? Das ist schon... Aber das war jetzt nicht gut gespielt, ich habe mich zweimal erwischen lassen. Einmal habe ich noch ein CD gezogen, andere war mit Inka, da bin ich eh stabil, aber naja, nur mal ein bisschen aufpassen. Erstmal eine Reiswaffel darauf gönnen. Halt, warte mal, da geht's raus. Die Leute laufen mir einfach nach, ne? Ich habe gerade auf die Reiswaffel rüber geguckt. Da müssen wir, glaube ich, nur hin. So, jetzt muss ich ein bisschen gucken, wie viel Geister ich wegen Ballstring rauspullen kann. Also so, ich habe jetzt nur ein paar geholt. Weil wenn wir die halt bis zur Unendlichkeit hochbolstern, dann ist halt auch nicht so gut. Hätten wir wahrscheinlich mehr machen können. Fuck it. Oh. Lieber mal eine Wall noch gezogen. Da hätten wir jetzt eigentlich auch den Skip-Typen holen können. Interrupt. Ey, euch grüß dich. Und wieder futtert er. Ja, ich habe nicht wirklich was zu Abend gegessen. Deswegen nebenbei so ein bisschen die Reiswaffeln, ne? Weil ich zumindest ein bisschen was im Magen krieg, wisst ihr? Muss ja schauen, wo er bleibt. Na komm, stirb. Will den nächsten Typen pullen. So Leute, ich bin mir immer noch nicht sicher, was sinniger ist, rechts oder links. Ich will nicht zu diesem großen, zu so einem, der diesen Sturm macht, weil Priesterheiler kriegen das oft nicht gegengehalten. Er haut jetzt seine Gotteshymne raus, ne? Halt, warte mal, ich muss hier dispeln, habe ich gelernt. Also ich lerne immer so ein bisschen, wenn ich in Random Keys von Leuten angekackt werde. Das war ein, zwei Keys schon her. Hat mich einer angepflaumt, dass ich hier nicht, also ich kann nicht dispeln, aber halt die Cursen, ne? Ist es ja der Fachterminus. Wurde ich angepflaumt, dass ich das nicht runtergenommen habe. Jetzt gucke ich da mal so ein bisschen drauf. Wobei er jetzt, also mit dem ersten hat er das Gegengehalt gekriegt, ne? Aber wahrscheinlich kriegt das nicht. Dann musst du jetzt links. Dann nehmen wir den linken. Also ich will den nicht haben, ne? Kann ich den nicht anklicken? Ach, der andere hat die Orb. Ich bin so ein Vollidiot. Ich habe die Orb nicht auf... Ja, super. Er hat das Rechte angeklickt. Und sie sind jetzt reingegangen und ich bin nicht im Bären. Perfekt. Ja, dann kriegen wir jetzt das Falsche. Na ja, gut, okay. Ja, da. Ich glaube, der DK hat einen Hit abgekriegt, weil der halt vorher draufgeklickt hat. Ich bin nur aus dem Bären gegangen, um quasi, manchmal backt das mit der Orb in der Bärengestalt, weil viele Sachen kannst du mit der Muskelbärengestalt nicht quasi aktivieren, weil du die Problematik hast, dass das Blizzard zu faul war, eigene quasi Interaktionen zu wirken und deswegen heißt es einfach, du kannst es nicht, wenn du in der Gestalt bist. Das ist total behindert. Auch bei einigen Worldquests, wo du irgendwie so Sachen rausziehen musst. Ja gut, das wird jetzt interessant, ne? Ich warte jetzt, bis der Heiler da ist. Das nehmen wir mal runter.
Ding ist, der wird halt jetzt hochgebolstert bis zum geht nicht mehr. Die hauen halt die kleinen Viecher als erstes um. Und also, ich habe halt echt Angst, dass der Heiler das nicht gegengeheilt kriegt. Aber im Moment sieht's gut aus, ehrlich gesagt. Ich habe hier jedes Mal, wenn ich einen Priesterheiler hier hatte, der Typ zum Casten anfängt, hat er die Gruppe auseinandergenommen. Jetzt hat er halt zweimal einen Stack, ne? Hat sich selber Ding gegeben? Aber der Heiler, der macht das, ne? Also kann ich jetzt gar nicht motzen? Watch your step. Echt ein bisschen aufpassen. Watch your step. Hinter? Ah, ich muss einen Ticken weg. Watch your step. Ah, warte, da muss ich immer weg. Ah, der eine ist runtergeflogen. Mal nochmal dispeln. Nein, da fliegt noch einer. Leute, was macht er denn? Naja, gut, jetzt ist halt RIP. Bin ich jetzt alleine hier? Watch your step. Watch your step. Watch your step. Watch your step. Ja, ich bin halt alleine hier jetzt. Watch your step. Watch your step. Hab ich nichts mehr. Watch your step. 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 Also, ich will jetzt nicht zu früh sagen, aber ich will jetzt mal für Watch mich in Anspruch step. Nehmen. Also, ich will jetzt nicht sagen, ich habe Movement, Watch aber... Ne? Also, ich war hier mit Abstand jetzt am Watch längsten von der Gruppe. Und ich habe mich kein einziges Mal knocken lassen. Und habe komplett selber überlebt, während die wieder rangelaufen sind. Also, hier. Das war Skill, aber ich habe jetzt absolut nada niente. Der Tyler schreibt, thank you are insane. Siehste? Wahrscheinlich lasse ich mir jetzt gleich die nächste Ding runterkicken. Buff, schreibt der eine. Hier wird's halt saueng und mit dem ganzen Knock-Scheiß. Watch your step. Watch your step. Watch your step. Okay, wir müssen den einen dann nochmal aufheben, müssen der Rogue. Watch your step. Ich habe halt schon ein relativ großes Repertoire, wo ich überleben kann, ne? Was relativ nice ist, also. Weiß ich halt nicht. Wir haben jetzt nur 8 Minuten, ne? Trashers durch. Wir hätten wahrscheinlich am Anfang echt skippen sollen. Weiß nicht, wann haben wir jetzt. Ich habe jetzt leider nicht geguckt. Haben wir jetzt gerade in der Gruppe overcapped? Ja, wir hatten im Stream-Dings 3%. Hätten wir wahrscheinlich echt dingsen können. Wir wollten jetzt warten, bis der Schurke da ist. Der triggert nämlich hier ziemlich zügig. Ich weiß nicht, ob hier irgendwas zugeht. Na komm, kleiner Schurke. Okay, der Schurke ist am Stissel. Run out. Watch your step. Hier muss ich halt relativ nah an dem Boss dranbleiben. Ich krieg schon relativ gut aufs Säckchen, ne? Oh, Kacke. Das hätten wir jetzt beinahe Kacke gemacht, ne?
Hätte ihn jetzt beinahe wegsnacken lassen. Nee, das ist nicht mein Key. Ich hab da random reingequeued. Ich hab ein 18er irgendwas. Ich hab schon wieder vergessen, was ich für ein Key hab. Krieg ich denn Damage rein? Das ist ja nimmer feierlich. Also ich glaube, ich mach das hier safe. Ich werde kein Eulen-Convoke. Oder? Soll ich? Run out. Nee, ich mach hier kein Eulen-Convoke. Wir machen Death-Convoke hier. Scheiß drauf. Ich spiele es jetzt safe. Wenn ich jetzt hier rip, dann ist der Key vorbei. Ich bin das vorsichtig. Watch your step. Bin jetzt hier Watch your stack? Ich hab gar keinen Stack. Du mich auch mit Stack. Ich hab noch zweimal eine Wall. Heilung sieht's gerade ein bisschen mau aus. Also meine eigene Heilung, nicht was der Heiler halt. Der Heiler halt, okay. Kann ich jetzt nicht motzen. Hier, da hätte ich jetzt zum Beispiel Eulen konvoken können, ne, während er den Channel macht. Ja, vielleicht bei der nächsten. Wenn es nächste nochmal channelt, dann mache ich's. Das wird eigentlich ausgehen. Watch your step. Ich zieh mal hier eine. Was macht denn der Rogue da? Achso, der will da maximal noch drauf DPSen. Okay, verstehe. Also beim nächsten Channel. Ja, jetzt. Eulen-Convoke drauf. Ja, seht ihr, das ging einmal auf. Muss ich aber echt gucken, ne? Weil der trümmert mich schon relativ gut runter. Und wenn es in die Hose geht, das muss jetzt nicht unbedingt sein. Danke dir fürs Followen. Run out. Du, kann ich dir nicht sagen, ob... ich habe bis jetzt noch keine 20er gespielt. Letzte Season am Ende war das relativ entspannt, aber ich kann mir gut vorstellen, wenn du Max Gear hast und auch den Z-Bonus, ich habe ja leider immer noch nicht den Z-Bonus, ne? Dann kann ich mir gut vorstellen, dass die einfacher dann sind, ja. Aber, wie gesagt, das kann ich nicht vergleichen. Ich habe jetzt relativ slow erstmal hier hochgebastelt alles. Also wir haben jetzt noch 4 Minuten irgendwas. Das müsste eigentlich für den Endboss reichen, wenn es nicht grob verkackt wird. Schauen wir mal, dass ich mein Movement hier halte beim Endboss. Bei dem einen Trashpack war es echt gut, muss ich sagen. Also da muss ich selber auf die Schulter klopfen, aber... Schauen wir mal. Schauen wir mal, dann sehen wir schon. Jetzt muss ich mal gucken, wann ich hier Convoke durchkrieg. Ich könnte mal nochmal potten. Defensive. Ich kann zweimal inkern. Eigentlich würde ich jetzt noch nicht inkern, aber da wir noch über... Oh, fuck it, das erzähle ich hier, ne? Und... Ah, fuck it, sag mal, da macht er seinen Stun rein. Wenn du da jetzt drin stehst, ich soll ihn ein bisschen wegziehen am besten. Defensive. Stay away from lines. Hier rüber. Ah, jetzt kann ich nicht. Defensive. Dann walkt man nochmal hier defensiv. Oh, ich war gerade rausgetappt. Ich dachte mir gerade, warum laufe ich nicht mehr? Defensive. Ah, ich hätte mir Inker doch aufheben sollen. Das war eine dumme Idee. Nur schauen, dass die mich nicht reinkicken. Fuck it. Lauf, 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 lauf. Run. Run out. Defensive. Stehen hier aufeinander. Drüben sind halt auch noch zwei. Stay away from lines. Fuck, jetzt kommt es wieder gleichzeitig. Oh fuck, es sind zwei gestorben. Defensive. Heiler ist gerippt. Nein. Und der DK.
anwerfen. Defensive. Stay away from lines. Komm, ich tu nochmal defensiv konvoken. Wir gehen jetzt da nicht offensiv rein. Ist der Heiler schon wieder gestorben? Bruder, ich hab dich eben geretzt. Au. Haben wir das in-time gespielt? Dann...